Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 76. Ja, da ist nichts mehr drin. Mit den Damen haben wir gesprochen. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, wir haben jetzt Ärger im Wayward. Da sollen wir hin. Ja, besucht das Wayward. Ja, okay, von mir aus. Dann machen wir das doch. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein paar... Also ich muss wirklich sagen, entweder ist es jetzt bald Wolken da sind, aber es ist nicht mehr so grell. Es war damals so grell, das tat in den Augen schon weh. Na, ich bin mal gespannt, wie das ist jetzt mit NPCs, ob es dann sich voller und besser anfühlt. Auf jeden Fall kann ich nicht unten durch. Waren hier sonst eigentlich früher immer diese kleinen Roboter? Die konnte man gut mit den Händen einen draufhauen und fertig. Wo ist mein anderer Kandidat? Hier. Jumpen. Wir müssen sich hier umgucken. Das mache ich ja gerne in den Spielen. Das wisst ihr. Oh, was haben wir da? Hubblume müssen wir auch mitnehmen. Ja, Essen und Trinken ist halt hier auch so eine Sache. Das ist dann nicht mehr lustig. Aber das ist Hardcore-Soft. Das ist also... Die NPCs sind nicht stärker dadurch oder so. Die Gegner... Sondern es ist einfach, man muss halt essen und trinken. Holz brauchen wir auch. Genau. Hier könnten wir uns ausruhen, da können wir gleich was kochen, wenn wir was haben. Ich glaube nicht. Nussblume. Aber das Essen hat alles Red. Auch das Trinken. Flasche kann man auch mal mitnehmen. Ah, man kann auch direkt essen. Ah, okay. Da will mich jemand besuchen. Wohin. Was liegt denn hier? So, geht's noch? So zu erschrecken? Ja, das Looten in Third Person ist... Scheiden schlecht. Okay. Ein Frosch. Okay. Sonst noch wer der Ärger will? Darf ich jetzt kochen? Ein Third Person? Ja, ich bin ein Third Person Spieler. Gucken wir mal, können wir denn was herstellen? Nope. Gemüsestück. Ach, kann man Gemüsestück? Ja, das braucht man ja alles. Ja, wir können nichts kochen.
Da haben wir drum geballert. Ja, es gibt auch PvP hier. Wer Bock drauf hat, kann das gerne machen. Ich habe keinen Bock drauf. Wenn man mit einer Gruppe ist, okay. Also. Plünderer. Interagieren. Hey, hast du kurz Zeit? Ja. Ich fühle mich heute nicht wie ich selbst. Okay. Mit Kalmax könnte ich mich konzentrieren und belangloses Zeug wäre mir egal. Du brauchst Hilfe und zwar nicht die Art, die ich dir geben könnte. Du hast nichts? Halt nee. Mich lieber nicht hin. Ich bin doch jetzt erst aus der Vault. Ich kann dir nichts geben. Ich kenne das noch nicht mit das Zeug. Es regnet. Ach ja, ich habe nochmal offline den Charakter ein bisschen geändert. Neue sonstige Quest verfügbar. Quest über den Pip-Boy verfolgen. Versuche die Leiche in der einsamen Hütte. Das ist eine Leiche, die untersuchen, natürlich. Einsame Hütte. Ich habe ja schon gesagt, dass ich Fallout 4 wieder spielen werde. Aber ich warte jetzt auf das Update. Und es wird wahrscheinlich aber kein Sim Settlement 2 geben. Ich werde es mal ausprobieren. Sowieso müsste man dann erstmal ein paar Tage warten. Bis King Garth also seine Mutter für abgedatet hat. Safe-Checkliste Unterkunft. In Ablenken restliche Vorräte verstauen, in die andere Kiste springen. Zu Gott beten, dass ich überlebe, jemand aus 76 finden. Sechs töten. Brauchen wir Material, um in der Unterkunft weiterzubauen. Holz, Stahl, Schrauben, Zahnräder, Kupfer. Ich nehme jeden Scheiß damit, ich merke schon. Oh, ein Jagdgewehr. Waffe. Okay. Und wie ist das jetzt? Hat man da irgendwie... Oh. Hab ich auch nur 5 Munition. Hab ich über die wieder. Ja genau, also... Ich werde... Fallout 4 spielen. Ich hab's ja, ich muss ja zugeben, ich habe das Spiel 8 Jahre. Ich hab's auch noch nie durchgespielt. Ich habe keine Ahnung. Ich war noch nie bei dem Institut, meine ich. Nee, kann ich's auch verlassen. Also, ich würde es gerne nochmal spielen. Ein Silbermedaillon.
wahrscheinlich eventuell gemoddet. Ich warte ja auf Fallout London. Es sollte am 23. April released werden. Es ist eine sehr große Mod. Man könnte sagen, eine DLC, ein DLC. Das Problem ist jetzt, die Macher müssen sich halt jetzt auch umstellen, die Mod, weil es ja ein Update gibt am 25. Dann müssen sie schauen, wie es läuft. Also ist das Release-Datum verschoben. Fallout London wird es auch nicht auf Nexus geben, also Nexus-Mod-Webseite, da die Mod über 30 GB ist. Jetzt haben die aber wohl mit GOG und Epic Store gesprochen. Und ich glaube auch Steam, die dann bereit wären, diese Mod zu fördern. Ich meine, Enral war ja auch eine Mod für Skyrim und gibt es auch bei Steam. Von dem her. Ah, ja. Okay. Sind verbrannt. So, wo ist die Dame hingefahren? Hä? Weil, ich muss auch ganz ehrlich sagen, Sims Settlement 2 ist so... Ich liebe es, Sims Settlement 2, aber... Es ruckelt einfach bei mir. Ich kann so gut wie gar nichts bauen. Und... Oh, was eine Werkbank. Aber hier lief noch einer rum, den holen wir uns erst noch. Und von dem her habe ich mir gedacht... Ich habe es zwar noch mal angefangen, aber... dass die leuchten irgendwie. Sonst würde ich die wahrscheinlich auch nie wiederfinden. Die Leichen. Eine Waffenwerkbank. Sehr gut. Sonst noch jemand hier? Oh, gehen wir mal ins Haus. Oder erstmal rein. Und dann gucken wir uns die Werkbank an, was die so... die so kann. Also die geben Red ab, sonst eigentlich nichts. Hier ist eine Rüstungswerkbank. War hier nicht eine Treppe? Vielleicht läuft Sim Settlements, also nur diese Baumod, gut bei mir, aber ich meine, die hätte ich auch damals Probleme gehabt. Weil mich interessiert natürlich die Story, die sie da geschmiedet haben. Aber wenn es nicht funktioniert, dann ist es halt so.
Okay, gehen wir noch in das Haus und dann gucken wir uns mal an, ob wir etwas machen können. Aber ich glaube nicht. Ich habe zwar schon ein bisschen Schrott gesammelt. Aber wer weiß, wir können Wasser sammeln wieder. Das ist sehr wichtig. Ich dachte, wäre ein Gewehr. Hallo, jemand zu Hause? Neue sonstige Quest über den Pitboy. Ja. Gleich. Spiel. Oh, saures Toilettpapier, sogar mit Blümchenmuster. Jo. Naja, okay, kein Blümchenmuster, sah nur so aus. Okay, hier unten ist nichts. Tür zu. Koffer ist nix. Nachricht für Sammy. Die Responder haben keinen blassen Schimmer. Jede Nacht sind mehr von den Besten am Himmel. Die Bruderschaft hat sie gewarnt. Hat uns alle gewarnt. Defiance ist gefallen. Sagten sie. Was zum Teufel soll das bedeuten? Die Vorräte werden knapp. Werde vielleicht versuchen, zur Abbey über den Bergen zu kommen. Die freien Staaten wissen sicherlich mehr. Sammy, falls du das liest, geh zu Abbey. Geradeaus in östlicher Richtung von Red Rocket Megastop. Sie kennt die sterlende Bruderschaft besser als irgendjemand sonst. Ich hoffe, dein Schutzengel passt auf dich auf. Mehr kann man sich in dieser verdammten Zeit ja nicht wünschen. Okay. Schon wieder jemand oder ist das die Leiche? So, sie sitzt da so. Da ist nichts. Also auf Fallout 4 dürft ihr euch auch freuen. Was kann man denn herstellen? Hier so, was ist das denn hier so? Energie, Munition, Explosiv, Munition, Geschenke. Questgegenstände, Munition kann man sich. Blei, Schießpulver, Stahl. Ah, deswegen Schießpulver. Souvenirs, Todeskran, Osterei. Okay. Und was ist modifizieren oder reparieren? Keine Gegenstände. Verlassen. Gehen wir mal kurz noch da. Wo war das mit Waffen? Da oben. Hier war die Waffenwerkbank, oder? Was Rüstung? Herstellen. Können wir etwas herstellen? Nein, will ich nicht. Modifizieren. Zu viele legendäre Mods. Standardverschluss. Schonlauf, verlängerter Lauf. Das würde besser sein, aber Schaden, Standardgriff, Standard. Ja, machen wir. Okay. Sonst kommen wir nichts. Reflexvisier.
Dann alles. Und Gegenstände verwerten. Zum Beispiel das Beil brauchen wir nicht. Fuchs der Leder. Ach so, man kann alles. Okay. Kann man nicht sagen, gesamten Schrott verwerten? Ja. Dann. Repetier. Impro-Pistole. Ja. Impro-Pistole. Impro-Repetier. Ich brauche 45. Benutze ich sowieso nicht weg damit. Okay. Dann gucken wir nochmal, ob wir unsere Waffe noch verbessern können. Vielleicht die Machete. Was sieht nicht danach? Nein. An der noch irgendwas? Nein. Okay, mehr brauchen wir nicht. Kleidung, wie schaut das aus mit Rüstung? Ich könnte eigentlich die Sachen verwerten, oder? Das ist sowieso kaputt. Das auch und das auch. Komm, verwerten wir nochmal. Das und wir gucken mal nochmal. Finde raus, was der Schlüssel öffnet. Sammeln die abgeworfenen Vorräte. Okay, was mir aber eingefallen ist, als ich den Zettel vorhin da auf dem Tisch liegen sah, oben in der Hütte bei der Leiche klebten so ein paar Zettel an der Wand. Die habe ich jetzt nicht gelesen. So kann es gehen. Wo war denn nochmal die Hütte? Hab ich auch schon vergessen. Oh. Noch eine Leiche. Der hat aber nichts. Ah ja, wir können Musik machen. Aber muss jetzt nicht. Ein Vogelhäuschen. Ich soll doch eigentlich meine Aufgaben erledigen. Hallo. Aber es wäre schöner, ein festes Zuhause zu haben. Jetzt einen Leguan am Stiel. Glaubst du an diesen Monstergeschichten? Ist was dran? Ich wette, der Sheep's Watch ist nur ein Ammenmärchen. Ein Kindesgeschenk.
Ich habe total was vergessen. Es tut mir leid. Bei den Einstellungen. Jetzt, wo so viele Leute zurück sind, wollen sie sich alle an Orten wie Foundation niederlassen. Weil man hörte mich gar nicht so. Ich hoffe, jetzt ist besser. Okay. Spiel? Ist hängen geblieben. Wieso? Ja, da hängt das Spiel mal gerade kurz. So. Ich bin lieber an einem Lagerfeuer als an einem Ort. Ich weiß gar nicht, wohin ich renne. Wir gucken einfach mal. Aber was ist denn mit ihr? Wieso wird mir das immer angezeigt? Was ist denn hier? Ach so. Das ist so ein Dingen, was man sammeln soll. Ach so, ja. Okay. Na denn? Die Dinger sind auch wichtig, um Medizin zu machen. Baumstamm. Blutbad. Blatt. Nicht Bad, aber Blatt. Freund oder Feind? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wohin ich laufe. Hallo? Oh, der hat nichts zu sagen. Ja, ich soll irgendwas besuchen, aber ein andermal. Ich habe so viele Quests hier. Ich gehe jetzt mal zu dem Punkt. Ja, ich glaube 4K. Es läuft zwar flüssig, aber ich habe zwischendurch die Hänger, warum auch immer. Ja, macht nichts. Das ist ein bisschen komisch. Dieser Hänger. Wie jetzt? Ach, vielleicht mein Internet. Montag habe ich kein Internet, weil die wieder was basteln. Mal sehen, ob mein Internet dann besser läuft oder schlechter. Aber ich glaube, es wird langsamer laufen, damit man mehr bezahlt, um eine schnellere Internetverbindung zu bekommen. Ich weiß, ich laufe irgendwo hin. Ich verfolge diesen Punkt. Oh, das ist ein Haus. Aber waren wir da nicht drin? Hier war ich doch schon. Hier, Notiz 1, Notiz eines Ghouls. Lesen. Mr. und Mrs. Braxton. Ich heiße William Keller und vertrete eine Gruppe tapferer Männer und Frauen, deren Bekanntschaft sie machen sollten. In den Jahren seit dem Beginn unseres neuen Lebens haben viele von uns Dinge verloren, die wir als selbstverständlich betrachteten. Unsere Haut, ein Gesicht oder eine alte Stimme. Am schmerzhaften war es für uns jedoch, unsere Freunde und Geliebten sterben zu sehen. 20 Jahre sind seit dem Schicksalstag vergangen. Niemand sollte dieses Leiden einsam und verängstigt erdulden müssen.
Sie sind nicht alleine. Ach, das ist aber nett. Ja. Falls Sie an einem Treffen interessiert sind, sollten Sie wissen, dass sich eine aus Ihren Nachbarn bestehende Gruppe im Osten versammelt hat. Eine größere Gemeinde, die unser ähnlich ist und im Kapitol lebt, hat mit uns Kontakt aufgenommen. Anscheinend wurde die Stadt schwer getroffen, aber angeblich entsteht dort eine neue Gesellschaft. Wir erwägen uns, ihnen anzuschließen. Aber das war nicht das, wohin ich gehen sollte. Jetzt guck ich nochmal. Nein, Karte. Sprich mit Lane. Warum muss ich mit Lane sprechen? Okay. Lane. Wer ist Lane? Ich habe keine Ahnung. Glaube ich richtig? Nein. Karte ist hier. Ach so, das geht wieder da. Nee, wir wollen hier hin. Kann man so Marker machen? Dann in die Richtung. Oder? Sorry, ich bin den Pfad. Ja, genau. Irgendwo ist da ein Kran. Ja. Schlüssel, keine Ahnung. Bist du Lane? Bäume sind Feinde. Muss Bäume eliminieren. Aha, Bäume sind Feinde, deswegen musst du die eliminieren. Alles klar. So. Wir sollen hier mit jemandem reden. Dann machen wir das doch. Holzreste. Aber ich gucke mich erst um. Gilman-Sägemühle entdeckt. Okay. Intens. Klebeband und Sicherung. Das ist doch schon mal fein. Damit kann man doch wieder was anfangen. Warum habe ich Spielzeugrakete jetzt aufgesammelt? Dieses Sammelfieber immer. So. Hi. Willst du hier helfen oder wolltest du nur mal raus? Sprech mit Lane, wenn du Arbeit suchst. Er hat sicher was zu tun für dich. Oh. Ich wünschte, diese Bruderschaft würde ihr Wissen mit uns teilen. Davon würden so viele Leute profitieren. Das ist eine NPC-Siedlung. Sorry, aber... Wow. Ich bin erschöpft. Aber es hört nie auf. Das ist ja... der Hammer. Ihr müsst verzeihen, dass ich so reagiere, aber ich kenne das Spiel noch ganz anders. Deswegen ist es also ein bisschen wie ein neues Spiel für mich. Jetzt laufen hier NPCs rum, mit denen man interagieren kann und alles. Ja, das ist Wahnsinn. Also, welche von den Bären war nochmal essbar? Hallo. Hey Kumpel, brauchst du irgendwas? Denk daran, einige von uns kämpfen immer noch für Appalachia. Suchst du einen sicheren Ort? Geh zu unserem Hauptquartier in der Zuflucht im alten Whitespring Resort. Okay. Ich bin hellauf begeistert. Du bist hier immer willkommen. Lass das Ödland nicht so an dich ran. Willst du hier helfen oder wolltest du nur mal raus? Ich wollte mit Lane, wenn du Arbeit suchst. Er hat sicher was zu tun für dich. Okay, okay.
bin nicht mehr fit in erster Hilfe. Die bauen sich hier was auf und ich klau ihn. Hi. Kommst du zurecht? Ich weiß noch nicht. Kennst du dich zufällig mit Beinbrüchen aus? Nur so aus Interesse. Denk dran, einige von uns kämpfen immer noch für Appalachia. Okay. Harte Arbeit lohnt sich. Meine Lagerkiste? Stimmt. Danke. Lane Platte, hallo. Hallo, Fremdling. Hallo? Wo kommst du denn hergeschlendert? Aus der Hauptstadt, das geht dich nicht so. Nein, wir sind ehrlich, aus der Vault. Du gehörst zu diesen Vault-Bewohnern, oder? Ja, genau. Ich habe von euch gehört. Hat viele Probleme gelöst und viele Probleme verursacht, wie ich hörte. Du gehörst nicht zufällig zu denen, die Probleme lösen. Oh, Entschuldigung. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Lane Platt von den Respondern. Wir sind hier eine Gruppe selbsternannter Weltverbesserer. Appalachia wird schnell voller. Wir wollen dafür sorgen, dass alle gesund bleiben und sich nicht an die Gurgel gehen. Mhm. Finde ich auch. Es gibt mir Hoffnung, dass wir irgendwann alle Fehler... irgendwie aus Versehen weitergeklickt, sorry. In dieser Gegend ist jede Menge los. Mehr als ich allein in Angriff nehmen kann. Wilde Bestien im Wald, ein gruseliger Kult, der sich in den Höhlen einquartiert und ein Haufen verschiedene Leute, die sich alle gegenseitig an die Gurgel wollen. Was ich damit sagen will... Ich könnte Hilfe gebrauchen und wäre bereit, dafür zu bezahlen. Was hältst du davon? Ja, finde ich super. Na, das ist doch fantastisch. Tausend Dank. Hier ist der heutige Job. Es gibt Berichte, dass ein gefährlicher Kult, der Kult des Mottenmanns, in ein Höhlensystem in der Nähe gezogen ist. Sie gehören zu einer Organisation, die sich durch ganz Appalachia erstreckt. Wenn wir mehr über sie erfahren, können wir ihre Ausbreitung besser bekämpfen. Geh in die Höhlen und sammle ein paar ihrer rituellen Artefakte für Studien. Wenn du sie mir bringst, erhältst du eine nette Vergütung. Ja, was erhofft ihr durch diese Artefakte zu erfahren? Alles, was wir können. Informationen über die Rituale, den Aufbau oder die Ansichten des Kults könnten uns helfen, seine Verbreitung zu stoppen und seinen Einfluss zu begrenzen. Okay, Vorsicht. Der Kult des Mottenmanns ist gefährlich. Die Mitglieder werden die Artefakte mit ihrem Leben verteidigen. Okay, aber ich mache es jetzt nicht. Ich mache es bin nicht mehr später. Hilfe. An Adi. Adelaide. Liebste Schwester, ich hoffe, dass es dir gut geht und ich hoffe, dass dich dieser Brief überhaupt erreicht. Falls nicht, ist er zumindest eine gute Therapie für mich, was aber nur ein kleiner Trost wäre. Ich bedauere vieles an der Art unseres Auseinandergehens. Aber ich hoffe, dass du und dein Vater mir meine auch ganz vergeben werden. Ich glaubte aus vollem Herzen, dass der Kampf gegen diese Banditen das Richtige ist. Ich empfand euch beide als feige, als unwillig, vor euch selbst einzugestehen. Einzustehen. Eine katastrophale Perspektive. Ich hätte mich euch und der Karawane anschließen sollen, als ich die Möglichkeit dazu hatte. Stattdessen verlor ich meine Familie und auch beinahe mein Leben. Ich habe mich hier in Appalachia gut eingerichtet, bei einer Gruppe, die sich selbst Responder nennt. Es sind gute Menschen, die eine friedliche Welt aufbauen wollen. Ein bisschen so, wie sie früher einmal war. Ich glaube an ihre Mission. Und auch wenn uns ein langer Weg bevorsteht, werden wir wohl wenigstens eine kleine Nische der Zivilisation für uns selbst schaffen können. Weil ich, in Klammern, leider ein wenig Kampferfahrung habe, nennen sie mich einen Constable und bitten mich, den Frieden zu erhalten. Ich stehe zu der Mission, aber ich bin kein Fan dieses Titels. So jemand bin ich nicht mehr. Aber ich wollte nicht dagegen protestieren. Sie waren so gut zu mir. Ich hoffe, dass du und dein Vater eines Tages von dorthin zurückkehren, wohin euch die Karawane auch immer gebracht hat, und dass ich euch das Zuhause zeigen kann, das ich hier aufbaue. Müsst nicht bleiben, aber vielleicht wird es euch davon überzeugen, dass euer Bruder letztendlich doch kein solcher Drecksack ist. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, will ich mich entschuldigen. Ich wünsche euch ganz unabhängig von all dem alles Gute. Noch Kartenmaschine.
Stoff für die Nutzung der Locker. Okay. Stufe 25 brauchen wir. Weißt du, wovon wir mehr gebrauchen könnten? Von allem. Wann soll die nächste Karawane kommen? Ach so, ja, stimmt. Automaten gab es ja auch. Was keine NPCs gab. Ja. Mach eine Pause, bevor du wieder da rausgehst. Mhm. Wir haben hier irgendwo Salben. Ich denke auch, dass ich eine Pause mache. Oder sind die schon aufgebraucht? Ein Responder hat immer zu tun. Sag Bescheid, wenn du jemanden in Not findest. Jo. Ich bin in Not. Freistelle. Gary, hast du es nicht langsam satt, da drüben Holz zu hacken? Ich arbeite jetzt seit ein paar Wochen im Sägewerk von West Virginia. Und der Unterschied ist enorm. Die Bezahlung ist besser als die Arbeitszeiten auch. Und das Beste von allem, keine Roboter. Ich habe mit dem Vorarbeiter gesprochen und er sagt, er sucht noch ein paar Leute. Komm mit den Jungs zu uns, bevor euch noch jemand diesen Job wegschnappt. Paul. Hä, ist er tot, umgefallen oder was ist passiert? Was passiert? Was mit dem passiert? Hä? June Seaver. Worüber genau würdest du denn gern reden? Was ist dein Job hier? Ich bin die Quartiermeisterin unseres kleinen Außenpostens. Ich verwalte unsere Vorräte. Ich zähle die Sachen. Und zwar oft. Mhm. Nur um sicherzugehen, dass wir wirklich keine Verbände haben und auch keine aufgetaucht sind. Ich wollte Ärztin werden, aber Ärztin zu sein ist schwer, wenn man Angst vor Blut hat. Und Nadeln. Und vom Versagen. Mhm. Was hältst du von den Respondern? Sie sind toll. Wir sind toll. Sie mehr als ich. Sie sind selbstlos, furchtlos und versuchen jedes Problem zu lösen, wie schwer es auch ist. Und sie verwenden viele Vorräte und kriegen kaum welche. Aber sie kommen klar. Lass uns über dich reden. Ich? Mhm. Ich bin nichts Besonderes. Kommst du aus der Gegend? Nein, ich bin nicht aus Appalachia. Ich bin mit Paige und den anderen Siedlern in Foundation aus dem Norden gekommen. Kennst du sie? Aber ich wollte nicht nur Siedlerin sein. Ich wollte Heilkunde lernen und dachte, die Responder könnten es mir beibringen. Da lag ich leider falsch. Naja, eigentlich lag es an mir. Was machst du in deiner Freizeit? Freizeit? Das gibt's doch nicht wirklich, oder? Du wirkst extrem gestresst. Gestresst? Gestresst wer? Ich? Dann sieht man es mir an. Nun, ich beruhige mich mit Mantras. Gleichmut. Gleichmut. Ruhe und 6 oder 16 Wasserflaschen für die nächste Lieferung. Mach dich nicht runter, du schlägst dich toll. Glaubst du echt? Mhm. Ich weiß nicht, ob ich dir glaube, aber das ist auf jeden Fall lieb von dir. Ja, reden wir, das sage ich nicht. Also es ist ja beleidigend. Ich habe jetzt ihr ein Kompliment gemacht und dann hintendrein beleidige ich. Ich möchte über etwas anderes reden. Naja, ist wahrscheinlich besser so. Na, ich mache mich mal auf den Weg. Okay, ich bin hier. Für immer, schätze ich. Ja. Okay. Ja, ich würde sagen... Muss immer Holz hacken.
dass wir erstmal den Part beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich muss sagen, ich bin sehr positiv in den letzten zwei Parts überrascht. Die NPCs gliedern sich sehr, sehr schön hier rein. Nur was mich überrascht, ist halt, dass die jetzt alle tot sind. Warum auch immer. Vielleicht ist der Server down. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ich hätte nicht gedacht, dass es Spaß macht. Also, unten in der Beschreibung habe ich euch meinen Steam-Account, meinen zweiten Steam-Account verlinkt. Dort könnt ihr mich adden und dass wir dann vielleicht uns hier in dieser Welt mal treffen. Wie gesagt, ich spiele eigentlich immer sehr spät. So um 23 Uhr rum. Aber ja. Jetzt am Anfang wird es noch ein bisschen unregelmäßig sein mit VLOL 76. Da noch Dragon's Dogma 2 läuft. Aber ich muss sagen, es macht Spaß und es wird auf jeden Fall weiterkommen. Also. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns vielleicht, wenn ihr Lust habt, im nächsten Part wieder. Bis dahin. Adios.